Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Energieversorgung ist Daseinsvorsorge. Dieser Fakt sollte selbst in den Systemparteien unstrittig sein. Diese Vorsorge bedeutet für den Staat, dass er Leistungen vorzuhalten hat, die es unabhängig vom Vermögen ermöglichen, das Leben zu führen. Wie wir inzwischen wissen, wird auf der Grundlage des EEG die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien um 47% auf 5,277 Cent im nächsten Jahr steigen. Für einen Haushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden bedeutet dies Mehrkosten von gut 60 Euro. Der Trend, der sich hier fortsetzt, wird von Verbrauchern nicht mehr akzeptiert. Während die Privathaushalte immer kräftiger zur Kasse gebeten werden, lassen sich immer mehr Unternehmen von der Umlage befreien. Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, warnte vor der derzeitigen Förderpraxis für erneuerbare Energien. Diese laufe aus dem Ruder und habe jedes vernünftige Maß gesprengt. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz hat die rot-grüne Bundesregierung im Jahr 2000 eine Kostenlawine losgetreten, deren Sogwirkung jetzt kaum noch jemand ausweichen kann. Seit der Einführung des EEG sind die Strompreise von durchschnittlich 14 auf 25 Cent gestiegen. Insofern wird uns nicht nur die Energiewende noch viele Jahre beschäftigen, sondern auch die damit einhergehende Armut aus der Steckdose. Wir Deutschen bezahlen schon jetzt die höchsten Strompreise in Europa. Die Strompreise für Privathaushalte sind seit der Jahrtausendwende um 77% gestiegen. Die darin enthaltenen Steuern und die EEG-Abgaben belaufen sich inzwischen auf jährlich fast 24 Milliarden Euro. Innerhalb der vergangenen 15 Jahre ist dieser Anteil um sage und schreibe 1.000% gestiegen. Ein Versuch, die Progression der EEG-Umlage zu stoppen, scheiterte jüngst an der Zweidrittelmehrheit im Bundesrat, denn überall sitzen sie, die Profiteure des EEG. Dazu kommen noch die unübersehbaren Haftungsrisiken der Netzanbindung von Offshore-Windparks, die nach einer politischen Übereinkunft mit den dort engagierten Firmen ebenfalls den Privaten die Stromkosten aufgebrummt werden sollen. Wenn Bundesminister Altmaier dann den Einkommensschwachen auch noch über eine kostenlose Energiesparberatung anbietet, dann überschreitet er damit die Grenze zum offenen Zynismus. Mal abgesehen davon, dass seine prophezeiten 30% Einsparung jeglicher Grundlage entbehren. Nicht, dass Sie uns falsch verstehen, wir sind nicht gegen erneuerbare Energie. Der Kampf um die Öl- und Gasvorkommen der Erde und die Endlichkeit der fossilen Energieträger zeigen, wie wichtig eine vorausschauende Energiepolitik für die Zukunft eines Staates ist. Ihm fällt die Aufgabe zu, eine flächendeckende Versorgungsinfrastruktur und eine regional vielseitige, dezentrale Erzeugerstruktur zu errichten. Wichtigste Grundlage für die Versorgungssicherheit sind heimische Energieträger und eben erneuerbare Energiegewinnung. Wir werden uns allerdings nicht auf das EEG einschwören lassen, das bereits jetzt mit sozialem Sprengstoff vollgestopft ist. Es ist nicht nachvollziehbar, dass Energiekonzerne Milliardengewinne einfahren konnten, ohne für die Zukunft der Energieversorgung in Verantwortung genommen zu werden. Und ebenso ist es weder nachvollziehbar noch gerecht, warum für jede neue Staatsaufgabe neue Steuern oder Abgaben zur Gegenfinanzierung erfunden werden müssen. Für Griechenland und Pleitestaaten können Milliarden locker gemacht werden, aber die Energiewende wird auf Kosten des kleinen Mannes vollzogen. Das lehnen wir ab und deswegen lehnen wir auch den Antrag der Grünen ab. Vielen Dank.